Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Am Dienstag bin ich von Fabian von Lebenskraft pur zu dem Thema Bitterstoffe befragt worden. Ich schätze, dass das Video demnächst auch auf dem YouTube-Kanal von Lebenskraft pur zu sehen sein wird. Und die letzte Frage, die ich im Interview gestellt bekommen habe, war, was für mich persönlich Lebenskraft bedeutet, was das für mich ist. Und da musste ich sofort an Arnold Ehre denken, denn in seinen über 100 Jahre alten Schriften für eine steinfreie Heilkost bin ich schon vor einiger Zeit über diesen Begriff gestolpert und war fasziniert, wie er so die Lebenskraft für sich beschreibt, wie man wirklich echte Lebenskraft erreichen kann. Ich hatte kürzlich auch ein Video veröffentlicht, da habe ich einen Teil aus der schleimfreien Heilkost vorgelesen und das Video heißt so ungefähr: Sie müssen lernen, was Lebenskraft wirklich ist. Und das ist ein Satz, ein Zitat aus der schleimfreien Heilkost von Arnold Ehret. Und heute geht es weiter mit der Lebenskraft. Heute geht es um die Formel des Lebens, das Geheimnis der Lebenskraft von Arnold Ehret. Diesen Text findet ihr in der schleimfreien Heilkost. Die schleimfreie Heilkost gibt es als kostenfreie Schrift in PDF-Format, wenn ihr euch für diese Schrift interessiert. Ich setze euch unter dieses Video einen Link, da geht ihr drauf, da findet ihr diese Schrift, noch ein paar andere Schriften, die könnt ihr euch direkt kostenfrei herunterladen. Wer lieber Bücher mag, es gibt auch alle Schriften von Arnold Ehret in Buchform, in den beiden Bänden Gesunde Menschen gibt es Band 1 und Band 2 und die Schleimfreie Heilkost findet ihr im Band 2 und daraus lese ich jetzt auch vor. Und bevor ich vorlese, möchte ich noch kurz meine Gedanken dazu mit euch teilen. Arnold Ehret hat damals in seinen Schriften, vor allem auch in der schleimfreien Heilkost, beschrieben, was Lebenskraft ist, was Gesundheit ist und wie man diese wieder erlangen kann. Und damals, vor über 100 Jahren, hat er schon von Belastungen des Körpers gesprochen, über die Ernährung, auch über Medikamente. Und heute, 100 Jahre später, da sind wir ja auch viel mehr Belastungen ausgesetzt. Das hat sich ja so potenziert. Wir sind ausgesetzt, der nicht nur den schleimbildenden, den ungesunden Lebensmitteln, vor allem der Industriekost, sondern auch den Giftstoffen in den Lebensmitteln, gewisse Pestizide, Glyphosat und so weiter. Dann haben wir keine saubere Luft mehr, kein sauberes Wasser, keine sauberen Böden. Wir sind Schadstoffen ausgesetzt, die in der Kosmetik drin sind, in Kleidung, in Möbeln, alles Mögliche. Und für uns ist es heute natürlich noch schwieriger, wieder zu echter Lebenskraft zu kommen, weil wir in einem Umfeld leben, in einer Umwelt leben, die schadstoffbelastet ist. Also so eine Art Lebenskraft zu erreichen, wie vielleicht noch vor 100 Jahren möglich war, halte ich, meine persönliche Meinung, eigentlich fast für ausgeschlossen. Und es ist auch so, dass diese Entgiftungsphase viel, viel länger dauert in der heutigen Zeit, als noch vor 100 Jahren zu Arnold Ehrets Zeiten. So, ich beginne jetzt erstmal mit dem Text, die Formel des Lebens, das Geheimnis der Lebenskraft. L ist gleich K minus B ist die Formel des Lebens und gleichzeitig können wir sie die Formel des Todes nennen. L steht für Lebenskraft. K steht für die Kraft, welche die menschliche Maschine antreibt, sie am Leben hält, die uns Kraft und Effizienz gibt. Ausdauer für eine unbestimmte Zeit, die man ohne Nahrung auskommen kann. Oder wir könnten ja auch X verwenden für den unbekannten Faktor in dieser Gleichung. B steht für die Behinderung, Verstopfung, Verschleimung, Fremdmaterial, Gifte. Kurz gesagt, für alle inneren Unreinheiten, welche den Kreislauf behindern, insbesondere die Funktion der inneren Organe und für das gesamte funktionierende System. Durch diese Gleichung kann man also sehen, dass die menschliche Maschine zum Stillstand kommen muss, sobald B größer als K wird. Der Ingenieur kann mit der Formel E ist gleich K minus R, das heißt, die Energie oder Effizienz, die er aus einer Maschine bekommt, ist nicht gleich der Kraft, die sie erzeugt, denn von ihr muss erst die Reibungskraft abgezogen werden. Die kluge Idee hinter der Konstruktion einer idealen Maschine besteht darin, dass diese mit möglichst kleiner Reibung funktioniert. Wenn wir diesen Grundgedanken nun auf die menschliche Maschine übertragen, dann sehen wir, dass die medizinische Physiologie eine schreckliche Ignoranz zeigt und dass die Naturheilkunde den wahren Weg zur Heilung gefunden hat. Durch die Entfernung dieser Behinderung, also die Eliminierung dieser Fremdmaterialien, der Verschleimung, die Entfernung von Schleim und seinen Giftstoffen. Was Lebenskraft wirklich ist und wie stark diese werden kann, was eine höhere, überlegene, absolute Gesundheit eigentlich ist, das ist bisher überhaupt noch nicht gezeigt worden.
In den nächsten Lektionen werde ich eine grundsätzlich verschiedene neue Physiologie lehren, welche auf der Korrektur von medizinischen Fehlern hinsichtlich des Blutkreislaufs, der Blutzusammensetzung, der Blutbildung und des Stoffwechsels basiert. Für diesen Zweck ist es notwendig, dass Sie zuerst erfahren, was Lebenskraft, was tierisches Leben eigentlich ist. Gemeinhin wird zugegeben, dass das Geheimnis der Lebenskraft, das Geheimnis des tierischen Lebens für die Wissenschaft unbekannt ist. Es wird Sie überraschen, wenn man Ihnen die Wahrheit durch eine einfache, natürliche Erklärung zeigen wird. Und Sie werden sofort zustimmen, dass das die Wahrheit sein muss. Denken Sie immer daran, was nicht sofort eingesehen werden kann, sofort durch einfache Überlegung begriffen werden kann, muss Unsinn sein. Bevor man mit anderen physiologischen Erklärungen beginnt, muss die menschliche Maschine zuallererst als eine Luft-Gas-Maschine gesehen werden, die vollständig, mit Ausnahme der Knochen, aus gummiartigem, sehr elastischem, schwammigem Material besteht, Fleisch und Gewebe genannt. Seine Betriebsweise ist jene eines Pumpensystems mit Luftdruck und mit einem inneren Kreislauf von Flüssigkeiten wie Blut und anderen Säften, und dass die Lungen die Pumpe darstellen und das Herz das Ventil ist. Und nicht umgekehrt, wie es die medizinische Physiologie fälschlicherweise seit den letzten 400 Jahren gelehrt hat. Eine weitere Tatsache, die man bisher fast vollständig übersehen hat, ist der automatische, atmosphärische äußere Gegendruck, der über 1 Kilo pro Quadratzentimeter beträgt. Nach jedem Ausatmen entsteht in den Lungen ein Vakuum. Anders gesagt, der tierische Organismus des menschlichen Körpers funktioniert in seiner Gesamtheit automatisch durch Einatmen von Luftdruck und Ausstoßen von chemisch veränderter Luft und äußeren atmosphärischen Gegendruck auf das Vakuum des Körpers. Das ist Lebenskraft. Tierisches Leben in erster Instanz und Wichtigkeit. Das ist K. Die Kraft, die sie am Leben erhält, und ohne Luft können sie nicht 5 Minuten lang leben. Aber die ungesehene Tatsache, das Geheimnis, könnte man sagen, ist, dass er einfach und automatisch funktioniert durch den atmosphärischen Gegendruck, der nur möglich ist, weil die Maschine aus elastischem, schwammigem Material mit einer vitalen Dehnungskraft besteht, mit der Fähigkeit der Vibration, Ausdehnung und Kontraktion. Diese beiden Tatsachen waren die unbekannten Geheimnisse, die das automatische Funktionieren von K als Phänomen der Lebenskraft betreffen. Der Chemiker Hensel hat durch chemische, physiologische Formeln bewiesen, dass diese spezielle vitale Elastizität des Gewebes auf eine Kombination von Calciumoxid und Zucker zurückzuführen ist. Das lateinische Wort Spira bedeutet zuerst Luft und weiterhin Geist. Der Atem Gottes ist tatsächlich gute, frische Luft. Man sagt, dass Atmen Leben ist, und es ist wahr, dass man Lebenskraft und Gesundheit durch körperliche und Atmungsübungen entwickelt. Es stimmt auch, dass man B, die Behinderung, durch höheren Luftdruck und Gegendruck auf diese Weise entfernen kann. Es stimmt, dass man Behinderungen von Fremdmaterial durch lokale Vibrationen entfernen und eliminieren kann, indem man alle Arten von physischen Behandlungen anwendet. Es stimmt zwar, und man kann so Krankheitsmaterial und Behinderungen eliminieren und dadurch jede Art von Krankheit durch eine Beschleunigung des Kreislaufs erleichtern, indem man ihm mehr Luftgas zuführt und die Gewebe erschüttert. Man erhöht somit die Kraft K für einige Zeit auf künstliche Weise. Allerdings verringert man somit die vitale Fähigkeit des Gegendrucks, was die gummiartige Elastizität des Gewebes schwächt. Anders gesagt, man erhöht K, aber nicht L. Im Gegenteil, dies geschieht und kann nur geschehen auf Kosten von L. Und aus Erfahrung wissen wir, was passiert, wenn man ein Gummiband ständig gespannt hält oder überspannt. Es verliert seine Elastizität. Man kann somit also zwar Krankheiten erleichtern, aber man verringert die Lebenskraft, insbesondere jene der besonders elastischen und schwammigen wichtigen Organe wie der Lunge, der Leber, der Nieren und so weiter. Man erleichtert die Krankheiten, aber man heilt sie nicht perfekt. Man verringert die Lebenskraft, solange man die Behinderungen ausschließlich durch äußere Mittel lockert, entfernt und eliminiert. Und solange man die Zufuhr, die Einnahme von Unrat, von Schleimmaterial durch falsche, schleimbildende, also krankheitsbildende, unnatürliche Nahrung nicht unterbindet, senkt man die Lebenskraft. Zuerst würde man ihn mit einer reinigenden Flüssigkeit ausspülen und danach einen anderen Brennstoff zuführen. Sollte es eine Dampfmaschine sein, würde das Verbrennen der Kohle nur teilweise für die Verstopfungen verantwortlich sein. Hier spielt also die Frage der Diätik mit hinein, was schließlich zur Antwort auf die ewige Frage führt.
was ist die beste Nahrung? Das heißt, welche Nahrung gibt uns die meiste Energie, Ausdauer, Gesundheit und gesteigerte Lebenskraft? Welche Nahrungsmittel sind die Grundursache der Krankheitsbedingungen und des Alterns? Was ist die Essenz des Lebens, der Lebenskraft, der Atemübung, der Aktivität? Ein perfekter Geist oder die richtige Nahrung? Meine Formel, die Gleichung, die ich am Anfang gegeben habe, gibt die erleuchtende Antwort und löst das Problem des gesamten Rätsels. Verringern Sie B zuerst, indem Sie die Mengen aller Nahrungsmittel verringern oder sogar vollständig auf Null senken, durch Fasten, wenn dies die Umstände erlauben. Und zweitens, unterbinden Sie oder zumindest verringern Sie auf jeden Fall den Anteil behindernder, schleimbildender Nahrung und erhöhen Sie den Anteil auflösender, eliminierender Nahrung, welche die Behinderungen entfernt, wodurch Sie K erhöhen können. Der Luftdruck von K als unendliche, unerschöpfliche Kraftquelle kann somit ungehinderter arbeiten. Anders gesagt, das Wesen der Lebenskraft und des Funktionierens des tierischen Lebens überhaupt besteht in der unbehinderten, perfekten Zirkulation durch den Luftdruck und einer vitalen Elastizität der Gewebe durch die Aufnahme einer passenden Nahrung, um so den notwendigen Gegendruck für die Funktion des Lebens zu ermöglichen. K ist eine unendliche, unbegrenzte Kraft, die praktisch überall gleich groß ist und auf jeden gleich wirkt, aber ihre Aktivität verringert sich in dem Maße, wie man die Verstopfungen anhäuft, durch Überessen, falsches Essen, was zur Absenkung des automatischen Gegendrucks in den Geweben führt. Sie mögen jetzt vielleicht verstanden haben, dass die Lebenskraft nicht unmittelbar, direkt und primär von der Nahrung oder von der richtigen Diät abhängt. Wenn Sie zu viel von der besten Nahrung essen, insbesondere bei einem Körper, der voll mit Abfall und Giften ist, dann ist es unmöglich für diese, im sauberen Zustand in ihren Blutkreislauf zu gelangen und als effiziente vitale Substanzen zu wirken, denn sie werden vermischt und vergiftet mit dem Schleim und den Eigengiften und verringern somit die Lebenskraft, indem sie B erhöhen anstatt K. Sie werden jetzt erkannt haben, dass es sinnlos ist, Nahrungsmittelwerte zu beachten in der Bemühung K oder L zu erhöhen, solange wie der Körper voller B steckt. Dieses Problem wird durch mein System gelöst, welches aus wiederholten kurzen Fastenzeiten besteht, abwechselnd mit reinigenden, nicht nährenden, schleimfreien und schleimarmen Menüs. Nicht, wie es fälschlicherweise gemacht wird, mit der Vorstellung, dass man L einer kranken Person direkt erhöhen könnte durch die Zufuhr von sauberer Nahrung. Man muss B durch intelligente, persönlich verschriebene Menüs entfernen. Dann wird sich K nach dem Fasten automatisch durch Entfernung der Behinderung erhöhen. Sie können jetzt erkennen, wie falsch und unzureichend es ist, wenn jemand denkt, dass schleimfreie Diät einfach nur bedeuten würde, die richtige Nahrung zu kennen. Hierin liegt der Grund, warum so viele Fastenkuren, Obstdiäten, Kuren und so weiter versagen. Der unerfahrene Laie kommt immer an einem toten Punkt an. Anders gesagt, er entfernt B zu schnell, zu viel auf einmal und fühlt sich eine Weile lang gut. Wenn der Auflösungsprozess aber tiefer geht, erhöht sich B wieder und er fühlt sich schrecklich schwach, fällt zur schlechten Diät zurück. Diese falsche Diät beendet die Eliminierung von weiterer Behinderung. Er fühlt sich wieder gut, schiebt die Schuld für seine Schwäche auf die Nahrung und kommt zum Schluss, dass ihm die falsche Nahrung vitale Effizienz liefern würde. Er verliert sein Vertrauen und sagt ihnen aufrichtig, ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht. Er schiebt die Schuld auf das System, das er gar nicht verstanden hat, anstatt seine eigene Schuld zu erkennen. Hier liegt der Stolperstein selbst für die anderen Diätexperten und Naturheilkundler, die mit der Diätetik experimentieren. Einige haben mehr Erfahrung gemacht, aber nur sehr wenige denken wie ich, dass Lebenskraft, Energie und Kraft nicht zuerst aus der Nahrung stammen. Sie glauben, jene würden von Schlaf und so weiter kommen. Was ich gelernt habe und was ich durch jahrelange Experimente weiß und was ich auch vorgeführt habe, kann man in meinem Buch Rationales Fasten finden. Eine Anmerkung von mir, die Schrift Rationales Fasten findet ihr auch im Buch Gesunde Menschen Band 2, in dem sich auch die schleimfreie Heilkost befindet, aus der ich gerade vorlese. Kurz gesagt ist es folgendes. Erstens. Die Lebenskraft kommt nicht in erster Linie und direkt von der Nahrung, sondern eher von der Tatsache, wie sehr die Funktionsweise des menschlichen Motors behindert ist, gebremst ist durch die Verstopfungen mit Schleim und Giftstoffen. Zweitens. B durch eine künstliche Erhöhung von K zu entfernen, sowie durch Rütteln und Schütteln der Gewebe durch körperliche Behandlungen, geht letztendlich auf Kosten von L, der Lebenskraft. Drittens. Die Lebensenergie,
körperliche und geistige Effizienz, Ausdauer und eine überlegene Gesundheit durch K. Luft und Wasser allein ist erstaunlich groß, mehr als man sich das vorstellen kann. Sobald K ohne B arbeiten kann, ohne Behinderungen und ohne Reibung in einem perfekt reinen Körper. Viertens, die Grenze, wie lange man ohne Nahrung auskommen kann und bis wann feste Nahrung unter diesen idealen Bedingungen notwendig wird, ist bis heute gänzlich unbekannt. Fünftens, die Menge von K erhöht sich, aber nur in einem reinen Körper, wenn folgende weitere Faktoren neben Luft, Sauerstoff und einer gewissen Menge Wasserdampf aus dem Unendlichen zur Verfügung stehen. Elektrizität, Ozon, Licht, insbesondere Sonnenlicht, Duft von Früchten und Blumen. Weiterhin ist es denkbar, dass unter solchen sauberen, natürlichen Bedingungen auch Stickstoff aus der Luft assimiliert werden kann. In der nächsten Lektion werde ich Ihnen eine neue, aber wahre Physiologie des Körpers erklären, welche notwendig ist, um zu verstehen, warum und wie das Heilsystem der schleimfreien Diät in kompletter Perfektion funktioniert. Zu diesem Zweck war es zuerst notwendig, den Schleier vom Geheimnis, vom Rätsel um die Lebenskraft zu lüften. Und das nächste Kapitel in der schleimfreien Heilkost behandelt eben die neue Physiologie. Das war der Text aus der schleimfreien Heilkost, die Formel des Lebens, das Geheimnis der Lebenskraft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, wie wichtig es ist, mit der schleimfreien Heilkost langsam zu starten und wirklich in kleinen Schritten nur voranzugehen, nicht sich zu schnell in diese Ernährungsweise hineinzustürzen. Es gibt Menschen, die gehen dann zu früh in eine Obstdiät, essen zu viele Früchte oder fasten zu schnell und zu lange oder essen zu schnell zu wenig und dann gibt es massive körperliche Probleme und dann ist eben die Ernährungslehre schuld, aber das waren andere Probleme, die dahinter stecken, die Arnold Ehret auch hier schon in diesem Text beschrieben hat. Also langsam angehen. Und ich habe in den letzten Jahren schon einige Videos zur schleimfreien Heilkost veröffentlicht, viele auch zusammen mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Wir haben das immer wieder betont, wie wichtig es ist, langsam voranzugehen, nicht sofort nur schleimfrei zu essen, sondern erstmal gewisse Lebensmittel aus der Ernährung herauszunehmen, die wirklich stark schleimbildend sind, das einfach zu reduzieren, dann auch mal schleimfreie Tage einzubauen, auch mal eine schleimfreie Woche, aber das wirklich sehr, sehr langsam. Und für uns ist es auch wichtig, immer wieder zu erwähnen, wie wichtig es ist, Grün mit in die schleimfreie Heilkost zu integrieren. Grüne Säfte, grüne Smoothies, Wildkräuter, generell grüne Lebensmittel, die Chlorophyll enthalten, weil Chlorophyll einfach auch gut die Entgiftung unterstützt, unser Immunsystem stärkt, auch an der Blutbildung beteiligt ist. Also Chlorophyll hat so viele Vorteile und ist auch sehr unterstützend für die schleimfreie Heilkost. Und Arnold Ehret hat ja auch immer Obst, Kräuter und Salate empfohlen, auch damals schon vor 100 Jahren. Und da war die Belastung unseres Körpers nicht so groß wie heute. Und heute ist es umso wichtiger, genügend Grün, genügend Chlorophyll zu sich zu nehmen und die Entgiftungsorgane auch gut zu unterstützen und nicht zu überlasten. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch einen Kommentar vorlesen, der wurde mir zugeschickt. Den hat jemand entweder auf Facebook oder auf YouTube bei Henry gefunden, wurde also entweder unter einem Beitrag von Henry oder unter einem Video geschrieben, auch zur schleimfreien Heilkost. Der Kommentar lautet wie folgt. Zur schleimfreien Heilkost muss man noch sagen, dass sie auf die heutige Zeit noch viel, viel, viel vorsichtiger anzuwenden ist. Das Buch ist 100 Jahre alt. Evolutionstechnisch gesehen ist 100 Jahre ein Wimpernschlag, allerdings nimmt die Vergiftung heute ganz andere Ausmaße an. Die Lebensmittel sind alle gespritzt mit Chemikalien, auch Bio-Lebensmittel, wachsen auf ausgelaugten Böden, wir sind alle mit extrem verarbeiteter Nahrung aufgewachsen und so weiter. Zum Beispiel kann ich mich nicht an einen einzigen Tag meiner Kindheit erinnern, an dem ich ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel gegessen bzw. getrunken habe. Bei meinen Freunden war es genauso. Noch dazu die ganzen Medikamentenrückstände und Chemikalien in unserem Wasser und so weiter, Stress und Panikmache durch Schule, Arbeit und Fernsehen und so weiter. Ich bezweifle, dass heute irgendjemand noch völlig gesund sein kann. Ich denke auch, dass wir die Selbstheilungskräfte des Körpers etwas überschätzen. Manchmal ist der Schaden einfach angerichtet und ist nicht wieder zu beheben. Den Kommentar lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen, möchte ich gar nicht weiter kommentieren und hoffe, dass er dazu anregt, auch Kommentare hier unter meinem Video zu schreiben, eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen zur schleimfreien Heilkost, zur Lebenskraft, was euch da gerade so in den Sinn kommt, wenn ihr diesem Text lauscht. Ich freue mich über regen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ganz viel Mut und Kraft für diese dunkle Zeit. Bis ganz bald.